In diesem Video zeige ich dir, wie du eine super leckere und super schnelle Tomatensuppe machst. Damit es lecker schmeckt, muss es gar nicht teuer sein. Tipps dazu von Toni. Toni, lecker sparen. Dazu brauchen wir einen Topf, den wir jetzt schon mal anstellen, und passierte Tomate. Der Vorteil an passierte Tomate ist, er ist schon vorgekocht. Das heißt, eigentlich müssen wir ihn nur noch ein bisschen erwärmen. So. Legen wir mal den Deckel oben drauf und würzen das auch noch kurz. Ein bisschen Salz. Prise Pfeffer. So, hier haben wir die Sahne. Ich mache nicht alles rein, sondern lasse ein bisschen was über. Ja, so ein paar Tropfen, das unten noch sind. Warum? Das erkläre ich gleich. So, jetzt haben wir hier unsere passierten Tomaten. Mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Sahne. Und die lassen wir jetzt einfach erwärmen, bis die Suppe warm ist, und fertig war es das. So. Warten wir kurz, bis das einmal kurz aufblubbert und fertig. Die Suppe ist jetzt warm genug. Jetzt können wir sie hier in unser Schüssel reinmachen. So. Sehr gut. So. Und hier habe ich ja jetzt noch ein paar Tropfen Sahne. Und die mache ich so als Deko praktisch oben drauf. Und mache so eine kleine Spirale. So. Jawohl. Wunderbar. So. Und fertig ist unsere Tomatensuppe. Die probieren wir noch. Herrlich. So einfach, so schnell und macht satt auch noch. Viel Spaß beim Nachmachen. Lecker Spaß.